Aber kommt, meine Freunde, zu einem weiteren Part von Metroid Prime 2 Echoes. Ja, wir sind hier im zentralen. Wissen wir gerade hier? Im Erhabenen Tempel. Erhabenen Tempel heißt es, genau. Im Erhabenen Tempel. Und wir haben jetzt. Jawohl, den Light Suit. Wir haben im letzten Part. Im vorletzten Part haben wir den Boss besiegt, der uns, also der reicht Festung, den Boss besiegt, der uns diesen hier gegeben hat, den Annihilator Beam, ganz koscher Name. Und wir können jetzt, wo hier war der Energieregulator, also der ist jetzt auseinandergefahren hier in drei Teile, und wir können jetzt diese benutzen, und das werden wir auch mal machen, um durch die drei, zu den drei Tempeln zu warpen. Wir fangen mal hier an. Aber ich gar nicht mehr daran gedacht, an dieses Future, dass das auch geht. Dank der dieser Licht des Äthers Geschichte, die können wir jetzt halt benutzen, um halt zu den drei Energieregulatoren hinzureisen. Ganz cool, die sind jetzt hier auch auseinandergefahren. Und wir werden uns jetzt mal ein bisschen umgucken, nach den Schlüsseln suchen. Und wie gesagt, ich werde versuchen, mich an alle, an die 100% zu erinnern, also an die ganzen Items, die uns noch fehlen, etc. Erstmal natürlich wieder hier raus. Ja, wie gesagt, die Backtracking-Geschichte war ja in Metroid schon immer so eine Geschichte. Natürlich ist das faszinierend. Ich glaube, wir gehen einmal hier lang. Die Gebiete halt genau aus der Kunde, wo man halt vorher noch nicht hin konnte und so weiter. Aber ja, teilweise halt mit sehr langen Laufwegen verbunden. Hier gab es das erste Mal schon eine kleine Hilfe, indem man halt. Ja, hier waren wir schon mal, wenn ihr euch erinnert. Ziemlich am Anfang, als wir hier in Argon waren. Da mussten wir eine kleine Jump-Passage machen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt brauchen wir nur hier, ja, genau, die Kuh hat genau vor mir, dass ich sie nicht wegmachen kann. Einfach durchrollen. Aha, was haben wir hier, eine? Auf so engen Raum, so eine scheiß Zielerfassungsgeschichte zu machen. Hat sogar funktioniert. Gut. Aha, was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt eine Förderanlage, also eine Art Mine oder sowas. Hier gibt es auch ein bisschen was zu holen. Hier gibt es ja diese scheiß unsichtbaren Käfer. Hier. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Dentium, aha. Dentium heißt für uns natürlich. Packen wir mal einen Baum hin. Aha, da ist eine Tür hinter. Für den Lightbeam. Was haben wir hier? Eine Rakete, ein Missile Container. Sehr nett. Also hier, ja, die hätten wir schon bei Oni Power schon gar nicht mehr gekriegt. Hier hätten wir schon früher schon mal hergehen können. Weil das, was hier der eigentliche Preis ist, das kriegen wir erst. Das kriegen wir. Wie war denn das jetzt hier? Ah ja, hier ist eine Powerbombe. Eine Bombenmull, genau. Damit kann man das Ding in Gang setzen. Nee, warte mal, Moment. War noch anders. Wir müssen erstmal, da oben ist noch ein. Hallo? Nichts zum Lesen?
Minutenschrift. Neue Waffen. Unsere Studien der Ink entdeckten dunkle Energien als Ursprung ihrer Angriffe auf. So bauten wir Waffen, um diese Energie zu nutzen. In der vagen Hoffnung, feindliche Ziele überladen und eliminieren zu können. Schon bald wurden wir unseres Irrtums gewahr, ob der geringen Wirkung, welche die dunkle Energie auf die Ink ausübte. Diese brachte uns dazu, eine Waffe zu erschaffen, die das Licht nutzen würde. Denn diese Waffe würde die Ink mit vernichtender Kraft treffen. Ja, in der Tat. Ich glaube, wir werden mal kurz gucken, was man da oben machen muss. Ah, hier ist eine weitere Bombenmulde. Kann man die auch? Oder geht es nicht? Ja, okay, wir müssen erst die Rotation auslösen. Und dann, okay. Alles bis. Ach, hier ist ja auch noch eine Boostmaschine. Machen wir gleich. Erstmal lösen jetzt das Rätsel. Hier gibt es nämlich ja, ich habe gesagt, wir haben schon alle Upgrades, aber das stimmt so natürlich auch nicht ganz. Ja, natürlich. Wir haben es geschafft, wir haben es gerade noch so hingekriegt. Das stimmt natürlich auch nicht ganz, weil wir haben ja auch die Charge-Kombos. Aha, damit lösen wir hier so einen Weg in die dunkle Welt aus. Sehr schön. Wir haben natürlich noch die Charge-Kombos, die uns noch fehlen für den Light Beam, für den Dark Beam und für den Annihilator Beam. Annihilator Beam. Okay. Ja, okay. Drin bleiben, nicht wieder runterfallen. Durch. Okay. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, in die andere Seite gehen. Ja, wie gesagt, vorher, ich versuche mich daran zu erinnern, was hier alles noch war, weil, wie gesagt, ich habe zur Zeit wieder leider die Liste nicht zur Verfügung. Aber ich bin daran am Arbeiten, dass ich sie wieder ausdrucken kann. Nachtarm. Okay, was ist hier? Ach ja, und übrigens können wir mit dem Annihilator Beam auch nochmal hier diesen hier machen. Da haben wir dann überladener Kristall. Kristall zieht Ink in ein zerstörendes Kraftfeld. Wird der Kristall zugleich mit dunkler wie heller Energie aufgeladen, so wird er zum Signalfeuer für die Ink. Sie werden davon angezogen, trotz tödlicher Wirkungen, die von seinem Kraftfeld ausgehen. Genau. Okay, da ist die. Da ist der Rückkehr. Aber gucken wir, ich muss mich ja mal erinnern, wie das hier war. Hier ist nichts. Das geht natürlich auch mit dem Ding hier. Ganz klar. Hier ist zu, da können wir nicht weiter. Ja, danke, dass du mich hier runtergebounced hast. Ja, wir verlieren jetzt keine Energie mehr, wie ihr seht, durch den Lightsuit. Da. Okay. Hier lang. Okay, und hier. Ich glaube, hier ist einzig und allein dazu da, dass wir hier jetzt wieder zurückgehen müssen, um hier wieder die Welt zu wechseln. Weil hier, ihr erinnert euch vielleicht an dieses Gitter, da standen wir schon mal davor.
Und ja, guckt euch den Anzug an. Der sieht ganz cool aus. Aber trotzdem finde ich immer noch die klassischen Anzüge am besten hier. Vor allen Dingen den Varia Suit und den Gravity Suit, die finde ich immer noch am coolsten. Vor allen Dingen in dem aktuellsten Ableger der Serie in Samus Return. Ja, auf dem 3DS, da haben sie nochmal den ursprünglichen zweiten Teil der Serie remake sozusagen. Ah, und hier haben wir ihn. Ja, sieht so ein bisschen wie eine Kugel aus, aber es ist der Dark Burst. Das ist die Charge-Kombo für den Dark Bee. Ja, wie gesagt, ich werde die Dinger nicht benutzen, weil die einfach viel zu viel Munition und Missiles und so weiter fressen. Dark Burst erhalten. Gewaltige Attacke verbraucht jeweils 5 Missiles unter Verwendung des Dark Beams zum Aufladen B drücken. Bei maximaler Aufladung nach unten drücken. Zusätzlicher Dateneintrag. Ja, er glaube ich, er verbraucht noch 10 Schuss Munition. Oder so. Und ich kann ihn ja euch mal einmal zu Testzwecken mal zeigen. Er erzeugt so eine Art schwarzes Loch. Sind gleich beide mit weg. So. Ich glaube hier, das war's hier jetzt in den Räumen. Gehen wir wieder zurück. Ne, das war der falsche Weg. Oder ist das der... Nee, das ist der Weg zum... Gehen wir wieder zurück. Da war ja noch eine andere Seite beim Tempel, eine andere Tür. Komme ich da nicht wieder hoch oder wie? Warum muss ich da über den... Moment mal. Moment, aha. Hier haben wir eine Fallkanone. Genau. Wäre jetzt witzig gewesen, wenn ich jetzt nicht zurückkommen würde, oder? Ja, es gibt nur diesen Weg hin und zurück, nicht wahr? Weil der andere ja halt versperrt ist. Der Weg ist versperrt. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind. Der Weg ist versperrt. Was ist denn das? Ist das schon wieder die Sonne oder was? Na herrlich. Ich glaube, das ist die Sonne, die hier drin scheint. Weil das ist so ein kleiner Effekt. Bei der sogenannten Sensorbar, die eigentlich mit Sensoren gar nichts zu tun hat, das sind lediglich zwei Infrarotleuchten, die in der Bar drin verbaut sind, die zur Positionierung der, zur Erkennung der Position der Fernbedienung da sind. Und die sind leicht durch jede andere Lichtquelle hat nicht ganz gereicht, hab nicht ganz gut gesprungen, na gut. Dadurch, weil jetzt die Sonne hier schon wieder so komisch drin scheint, und ich kann es leider nicht verhindern, weil das Einzige, was ich hier habe, ist so ein komisches Panel und das ist leider nicht ganz zuverlässig. Das ist natürlich jetzt schade. Wollen wir jetzt an der richtigen Tür? Nein. Wir sind nicht an der richtigen Tür, Freunde. Wir müssen hier lang. Ach, das ist ärgerlich. Das ist jetzt ganz ärgerlich, aber wir werden sehen, dass wir den Partner irgendwie über die Runden bringen. Ach, Moment mal, Freunde, Moment mal. Kann ich hier nicht irgendwas machen, dass das dichter ist, diese andere Welt?
Das hilft alles leider nicht. Weil die Dinger sind schon so gewellt hier, dass sie leider das Licht nicht richtig abhalten. Ich werde versuchen, irgendwie den Partner über die Runden zu bringen. Ja. Nein. Das ist leider so ein bisschen. Nee, wir brauchen jetzt nicht die kinetische Kanone, sondern wir müssen. Warum macht die blöde Kuh immer den scheiß Crew-Attack nicht? Hier rüber. Das habe ich euch ja schon von der anderen Seite kurz gezeigt. Müssen wir hier leider das Ding hier so ein bisschen zerstören. Und alles nur, um einen weiteren Powerbomb-Container zu bekommen. Unser sechster inzwischen. Und jetzt müssen wir natürlich versuchen. Ja, mal gucken, Freunde. Mal gucken, wo geht's hier hin? Da war der Teleporter. Ah ja, hier ist die Piratenbasis. Ja, hier, ja, hier können wir. Genau, wir gehen jetzt mal hier hin, genau. Da können wir auch noch einiges machen. Alter, ich komme nicht hoch genug. Eigentlich nur von der anderen Seite kann ich nur. Ah ne, okay, ich werde denn hier automatisch. Auf welcher Seite sind wir denn jetzt? Ja, wir sind auf der richtigen. Okay. Man macht. Verschwende nicht die Scheiße. Nee. Ja, da geht's ja zur Festung. Da waren wir ja schon mal von der Festung aus hier kurz. So, ja. Und er hier sagt uns ja, dass hier ein. In der dunklen Seite ein. Schlüssel auf uns wartet. Wo bringt der uns hin? Hier, okay. Jetzt muss ich einfach gucken, ob. Ich glaube, der Weg, der hier war, führt nur zur hellen Welt, nicht? Ja. Okay, weiß gar nicht. Ich geh mal hier lang. Moment. Hier ist noch was. Noch ein Container. Ich wusste doch, hier war noch irgendwas. Genau. Hier ist noch eine zweite Schiene. Ach ja, die bewegen sich auch noch, genau. Ganz miese Nummer. Müssen wir mehrere solcher Ricky Geschichten machen. Also war doch nicht auf der dunklen Seite. Wir haben sogar beim ersten Versuch geschafft. Sehr schön. Okay, also legen wir an, eine normale Bombe. Ein Missile-Container. Ja, weil das ist auch eine Stelle, wo man auch, die auch knifflig sein kann, wo man auch leicht mehrmals fehlen kann. Und rauskommen tun wir wieder hier. Aber ich habe es gut geschafft, bin ich zufrieden mit. Nein, kein Applaus. Kein Applaus, Freunde. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf Zug, danke. Ja, wie gesagt, ist jetzt leider ein bisschen dumm. Ich habe gehofft, dass das hier. Aber die Sonne wird bald weggehen. Ich bin hier auf der Seite des Hauses, die dem Morgen, also dem Sonnenaufgang zugewandt ist. Also Osten. In deutscher Sprache. Und die Sonne geht hier, ja, am späten Vormittag nachher weg und dann ist das nicht mehr so ein Problem. War nicht hier und noch? Achso, hier sind schon wieder. Vielleicht ein normaler Schuss? Ja, okay. Und
eine Powerbombe. Sehr schön. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht oben, oder? Ja. Ja, ey, das gibt's nicht, ey. Na also, hier waren wir glaube ich auch noch nicht drin. Weil wir damals den Boostball noch gar nicht hatten. Und hier haben wir System für den Sandablauf einsatzbereit. Durch die Energieversorgung des Aktivators mit einer Morphball-Bombe wird der Sandablauf eingeleitet. Aha. Aha. Okay. Aber wozu haben die hier Piraten in ihrer Basis solche Vorrichtungen? Weil die haben da ja kein Morphball. Wir haben ja im ersten Teil durch das Lesen einiger Einträge erfahren, dass sie das versucht haben, aber keinen Erfolg hatten. Also die Samus-Technologie zu kopieren, aber keinen Erfolg damit hatten. Mal hier. Konstitution geht auf den Extremstand. Schuss sind es. Wie wär's mit diesem Loch hier? Ja. Moment, hä? Achso, nee. Da müssen wir ja lang. Ja, es tut mir wirklich leid, Freunde. Das noch eine Missile Container, sehr schön. Dass das jetzt so ein bisschen nervig hier ist. Ah, okay, wir haben jetzt 75% oder sowas. Moment. 75%. Das heißt, wir haben schon eine Szene freigeschaltet, sozusagen eine geheime Szene. Jetzt müssen wir natürlich hier auch hochboosten uns. So. Das ist sehr schön, Freunde. Damit haben wir ja schon... Okay, hier ist ein Speicherpunkt und den werden wir gleich mal benutzen. Ist der Party vorbei, dann werde ich einen Augenblick warten, bis die Sonne etwas weiter weg hier ist. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, die sogenannte Sensorleiste, die Nintendo so bezeichnet hat, obwohl es mit Sensoren gar nichts zu tun hat, ist einfach nur, sind zwei Infrarot-Dioden in dieser Bar drin und die zeigen halt, daran erkennt halt die Fernbedienung, die vorne so ein Sensor dran hat, irgendwie die Position oder kann die Position berechnet werden, der Fernbedienung. Und durch andere Lichtquellen können die übertönt werden. Und als ich damals noch auf der anderen Seite in meinem Zimmer, hier sitze ich jetzt im Büro, sonst habe ich immer in meinem Zimmer gespielt. Und da war die Sonne immer nachmittags. Und wenn ich da, wie gesagt, das Fenster nicht richtig zu hatte, also die, ich habe da so ein Rollo vor, da war das war immer eklig. Ich habe das lange Zeit nicht gewusst, warum das nicht geht. Dann hat das Spiel immer so in eine Richtung gedreht, immer so nach rechts oder so. Ne? Weil das halt nicht mehr die Oder erkennen konnte durch die helle Sonneneinstrahlung. Und hier ist es jetzt so ähnlich, weil, wie gesagt, meine Paneele hier vor dem Fenster sind nicht sehr dicht, die sind schon so gewellt, dass sie nicht mehr so ganz alles abschirmen. Aber wie gesagt, ich denke mal, eine halbe, dreiviertel Stunde wird die Sonne wieder weit genug rum sein. Und daher kann es vorkommen, wie gesagt, wenn man halt einen Sonneneinschlag oder so hat auf die Leiste, dass das Spiel das nicht mehr richtig erkennt. Dann habe ich gesagt, lange Zeit nicht gewusst, dass das daran liegt. Ich weiß gar nicht, wie dahinter mal gekommen, dass das so ist, dass das an der Sonne liegen könnte. Ne, an der Sonneneinschränkung, dass das manchmal... Ich habe mir gedacht, dass das Spiel oder die Konsole irgendeinen Fehler hat und irgendwas nicht richtig erkennt und habe die dann wieder neu gestartet und getan und gemacht, was manchmal geholfen hat. Aber nein, es liegt lediglich an der Sonne, die halt auf die Leiste strahlt. Und ich musste sie jetzt hier leider oben auf dem Fernseher haben, die Leiste, was eigentlich gar nicht schlecht ist, weil man da eher nichts im Weg hat. Damals bei meinem großen Fernseher
hatte ich sie immer unten, weil da schlecht war mit. Weil das war, der hat, ich war eben oben so gerundet und da konnte man die schlecht oben drauf montieren. Und aber da war es eben oft so, dass ich meinen Tisch dann beiseite räumen musste für bestimmte Spiele und so weiter, damit das funktioniert hat. Und wie gesagt, hier, bin ich jetzt im Büro am Schreibtisch und da kann ich die unmöglich unten hinstellen, das würde nicht funktionieren. Da müsste ich immer den ganzen Schreibtisch abrollen, damit das funktioniert. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass die Sonne jetzt, die wird jetzt, wie gesagt, eine Stunde vielleicht, da wird es wieder besser sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben jetzt hier gespeichert. Im nächsten Mal werden wir weiter die Piratenbasis und die dunkle Seite der Piratenbasis erkunden. Da gibt es ja noch einiges für uns zu holen. Und ja, also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part.